Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie sich neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beschäftigen oder Sie schon erfahrener Anwender sind oder vielleicht sind Sie 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge hat den Titel Wann macht 3D-Druck und additive Fertigung denn überhaupt Sinn? Und lohnt sich das denn überhaupt für mich? Denn ganz oft kommt diese Frage, macht es Sinn, das zu drucken? Wie drucke ich zum Beispiel dies hier? Habe ich irgendeinen Vorteil, wenn ich mich in dieses Thema hineinbegebe, um dort ein paar Bauteile zu drucken? Und ich sage mal so, das sind zwar wichtige Fragen für denjenigen, der sie fragt, aber ich kenne die Antwort meistens immer sofort. Die wird demjenigen nicht immer sofort gefallen, aber ich bin jemand, ich baue nicht den Druck auf den Menschen aus, sondern ich möchte eher Druck fürs Ergebnis haben. Ich bin sehr ergebnisorientiert und dabei muss man immer herausfinden, bekomme ich ein bestimmtes Ergebnis oder erreiche ich ein bestimmtes Ziel, wenn ich darüber nachdenke, diese oder jene Anwendung in der additiven Fertigung herzustellen. Und dabei würde ich erstmal mit Ihnen so ein kleines Ausschlussverfahren machen, wenn oder wann 3D-Druck keinen Sinn macht. Denn wenn man allein schon sagt, wie es nicht geht, könnte man ja aufgrund dessen schon herausfinden, was man tun sollte oder wie es gehen könnte. Das heißt, und das sind jetzt Punkte, ich habe mir hier ein, zwei Punkte aufgeschrieben, bezüglich wann 3D-Druck wirklich keinen Sinn macht, wo man sich vielleicht ein bisschen selber wiedererkennt in der Hinsicht, dass man sagt, gut, der Kollege hat da schon mal sowas gesagt, ich habe da schon mal was ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Sie sollten 3D-Druck auf jeden Fall nicht machen oder es macht keinen Sinn, Bauteile zu drucken, wenn es Ihnen nur darum geht, einen günstigeren Preis zu haben. Und günstigeren Preis in dieser Geschichte, wenn ein Kollege sagt, hey, ich habe gesehen, 3D-Druck, das ist Kunststoff, das muss günstiger sein, frag diese Metallteile dort mal an und guck mal, ob du da einen besseren Preis bekommst. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Und das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist meistens enttäuschend. Ne? Enttäuscht ist man dann. Die Täuschung ist zu Ende, wenn man dann die Wahrheit bekommt, in der Hinsicht, dass der Dienstleister oder der Hersteller, bei dem man angefragt hat, wenn es um Musterteile geht, dann sagt doch, die Bauteile sind ein bisschen teurer und man müsste zusätzlich sogar noch etwas umkonstruieren und dann lassen viele immer gleich die Finger davon, obwohl man eigentlich das Ziel hat, etwas zu verändern. Da kommt es aber immer auf den Hersteller und auf den Dienstleister drauf an, wie derjenige argumentiert und wie er versucht, vielleicht die ein oder andere Unsicherheit zu nehmen. Na, da gibt es gute und schlechte Dienstleister, Hersteller, Berater in dem Fall, wenn es um solche Dinge geht. Ja, das ist aber ganz abhängig davon, welches Ziel derjenige hat auf der anderen Seite des Telefons. Aber jetzt zurück zu dem Thema, wann macht 3D-Druck keinen Sinn? Wenn Sie nur eine einfache Alternative zu Metallbauteilen suchen oder wenn die Bauteile im Vorfeld komplett konventionell für eine andere Technologie konstruiert worden sind und Sie mit aller Gewalt versuchen, das Bauteil dann doch noch irgendwie zu drucken, weil man keine Lust hat, das Bauteil ein bisschen an die additive Welt anzupassen und meistens geht es da gar nicht um viele Veränderungen, sondern ein paar Kleinigkeiten machen da schon wirklich viel aus. Und ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass man, wenn man die Anwendung nicht wirklich identifiziert hat und qualifiziert hat, braucht man gar nicht drüber nachdenken, das Bauteil zu drucken. Weil man muss wissen, was für ein Bauteil möchte ich denn genau drucken und welche Aufgabe hat es. Und es gibt auch immer wieder diesen Punkt, wann macht 3D-Druck keinen Sinn, wenn man einfach nur glaubt, das ist gerade hip, das ist gerade cool, das ist gerade in, das ist gerade ein Hype, ich lasse mal ein bisschen was drucken, mal gucken, was dabei rauskommt. Es kann okay sein, um die ersten Inspirationen sich dabei zu holen, aber warum nicht gleich von Anfang an richtig machen?
Denn genau aus dem Grund, was ich Ihnen gerade gesagt habe, haben sich so viele Ingenieure, Konstrukteure, Techniker, Anwender schon die Finger verbrannt, weil sie ein komisches, vielleicht FFF, FDM-Bauteil in der Hand hatten, obwohl diese Technologie für diese Anwendung gar nicht die richtige gewesen wäre. Dann schaut man sich die Oberfläche an und sagt, das passt ja alles gar nicht, das ist viel zu rau, das Bauteil bricht ja sofort. Ja, sie haben die falsche Technologie dort meistens verwendet oder das falsche Material und haben einen Gedanken für die Zukunft sozusagen für immer weggesperrt, zu sagen, 3D-Druck, das könnte etwas werden, weil sie einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Also, ja, und das Thema günstiger als konventionell, ich glaube, das habe ich ja schon gesagt. Also es gibt viele Punkte, wo 3D-Druck keinen Sinn macht. Die habe ich Ihnen aufgezählt. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind mal so erstmal die wichtigsten. Jetzt ist natürlich die Frage, wann macht 3D-Druck denn überhaupt Sinn? Und da muss ich Ihnen sagen, da gibt es zwei Wege. Einmal diesen Weg, eine bestehende Anwendung zu verbessern, also etwas Bestehendes besser zu machen, oder etwas, das ist halt das eine, oder das andere ist, etwas Neues zu erschaffen. Wenn man eine Idee hat und diese von Beginn an gleich additiv denkt und die ersten Schritte dann damit geht, das ist sozusagen der zweite Punkt. Und der erste Punkt ist, ich habe eine Problematik, ich habe eine Herausforderung oder ich möchte etwas besser machen und dafür nutze ich 3D-Druck. Und in beiden Fällen geht es darum, um die Ecke zu denken. Das bedeutet, Sie verändern zwar das Bauteil und Sie stecken Energie hinein, gedanklich und auch durch Arbeit, dieses Bauteil zu verändern. Zum Schluss bleibt es immer noch ein Bauteil. Aber der Nutzen, den Sie daraus ziehen, ist ein ganz anderer. Das bedeutet also, dass man den Fokus nicht auf das Bauteil legt, sondern auf den Nutzen, der danach dabei rauskommt. Egal, ob Sie das Bauteil verbessern oder etwas Neues schaffen. Und dazu ist es nun mal, wenn Sie diese Absicht haben, einen höheren Nutzen zu bekommen, dass Sie im Vorfeld bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Und diese Bedingungen heißen nicht günstiger Preis, mal ein bisschen das Bauteil ein bisschen in 3D-Druck zu drucken, eine Alternative zu haben etc., sondern diese Bedingungen heißen, additiv zu konstruieren, das richtige Material herauszusuchen, seine Anwendung genau zu identifizieren, die richtige Denkweise für 3D-Druck zu haben, einen motivierten Mitarbeiter zu haben oder jemanden, der das Know-how dafür hat, dieses auch umzusetzen und natürlich die richtige Technologie auszuwählen. Und dann kommen natürlich Punkte heraus als Nutzen danach, damit hätten Sie wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Und die sind meistens so gut, dieser Nutzen ist so groß oder man spart so viel ein, dass man sich im Vorfeld es gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt möglich gewesen wäre. Dass vielleicht vorher ein Bauteil 1.000 Euro gekostet hat, jetzt kostet es nur noch 35 Euro. Dieser Unterschied ist so groß, dass viele sagen, das kann nicht gehen. Das darf so gar nicht gehen. Aber da sind Sie vielleicht in einer Welt gefangen, wo man erstmal ausbrechen muss. Man muss sich dort gedanklich auf eine andere Ebene stellen, also erstmal ein bisschen neutraler einstellen gegenüber dem Thema 3D-Druck, dann funktioniert das auch. Das bedeutet, wenn man jetzt sagt, man möchte den Nutzen viel eher sehen, dann gibt es weitere Punkte, wann 3D-Druck auf jeden Fall Sinn macht. Und das heißt, wenn man den Kundennutzen erhöhen möchte. Ein weiterer Punkt ist, wenn man die Funktion optimieren möchte. Man kann konventionell und additiv manchmal nicht vergleichen, weil bei der additiven Lösung viel mehr Nutzen und viel mehr Funktion dabei ist, anstatt beim konventionellen Bauteil. Ein weiterer Punkt ist, dass man das Gewicht reduzieren kann. Da gibt es Gewichtsreduktionen von bis zu 80%. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da wiegt so ein Bauteil vorher 10 Kilogramm, es wiegt nur noch 2 Kilogramm. Das ist ein Riesenunterschied. Zusätzlich kann man die Montage vereinfachen.
Vielleicht muss man gar nichts mehr montieren bei diesem Bauteil, sondern der 3D-Drucker druckt einfach nur ein sehr komplexes Bauteil. Dass Schrauben wegfallen, dass irgendwelche Passungen wegfallen, dass viele Bauteile wegfallen, die montiert werden müssen und dass man irgendwie eine Justierarbeit wegfällt, dass ein Mitarbeiter vielleicht 2 Tage dran sitzt, um diese Baugruppe zu montieren. Und in Wirklichkeit ist jetzt der 3D-Drucker 2 Tage beschäftigt, dieses Bauteil zu fertigen. Und in der Zeit können Sie was anders machen. Und ein weiterer Punkt, der Sinn macht, ist, wenn Sie eine Durchlaufzeit reduzieren wollen von Bauteilen. Und wenn Sie die Prozess- oder die Herstellkosten reduzieren wollen. Dieser Kostenpunkt ist schon dabei natürlich. Aber immer in einer Relation nicht nur die Kosten zu sehen, sondern auf das Gesamtpaket zu gucken. Und wenn Sie jetzt diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, also Durchlaufzeit reduzieren, Prozess- und Herstellkosten reduzieren, Montage wird vereinfacht, Gewicht wird reduziert, Funktion wird optimiert, Kundennutzen wird erhöht. Dabei geht es jetzt auch wieder nicht darum, nur einen Bereich zu erfüllen, sondern gleich mehrere Bereiche gleichzeitig. Was glauben Sie, wie würden Sie sich denn freuen, wenn Sie von Ihrem Lieferanten ein Bauteil kriegen, das jetzt deutlich leichter ist, wo Sie vorher gesagt haben, Mensch, es ist immer so schwer, das von A nach B zu tragen. Wenn Sie sagen, gut, ich habe hier 3 Funktionen noch mehr, die ich mir eigentlich vorher schon immer gewünscht habe. Sie haben einen deutlich höheren Kundennutzen dadurch. Sie müssen vielleicht gar nichts mehr montieren, weil das Bauteil von 5 Bauteilen auf 1 Bauteil reduziert wurde. Sie bezahlen den gleichen Preis vielleicht oder nur ein bisschen mehr, haben aber auch mehr Funktionen und das Bauteil ist noch schneller verfügbar. Dann würden Sie sich natürlich auch freuen. Und dort sollte man sich immer, wenn man darüber nachdenkt, macht 3D-Druck Sinn, nicht in die Anwendung direkt hineinversetzen, in das eine Bauteil, sondern immer, was kann ich davon für einen Nutzen davon haben? Und immer, wenn Sie nutzenorientiert denken, dann widerspiegelt sich das natürlich immer mit bestimmten Ergebnissen wieder, was Zeit und Geld und Innovationskraft angeht. Und wenn Sie jetzt selber sagen, Sie möchten dort etwas verändern, dass Sie mehr Nutzen aus Ihren Bauteilen ziehen, dass Sie wissen, wann macht 3D-Druck wirklich Sinn und wie mache ich die ersten Schritte dafür, dass Sie wissen, welchen Mitarbeiter muss ich denn in meinem Unternehmen dafür Wissen mitgeben, dass er die nächsten Schritte macht und nicht blockiert ist. Wenn Sie wissen wollen, welches Material und welche Technologie für Sie die richtige ist und wie Sie die richtigen Anwendungen finden, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Wir gucken uns Ihre Situation an. Wir zeigen Ihnen aus diesem Gespräch dann einen Weg auf, wo Sie die ersten Schritte vielleicht alleine gehen wollen oder wird es im Endeffekt gemeinsam schaffen. Und dann haben Sie diesen Punkt 3D-Druck bei Ihnen im Unternehmen implementiert, um wirklich gewappnet zu sein für die Zukunft, weil wir wissen nicht, was uns die nächsten 2 Jahre in dieser aktuellen Situation jetzt gerade noch bringt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Und dass Sie das, was Sie in die Beratung investieren, um ein Vielfaches wieder rausholen, indem Sie Zeit und Geld einsparen und Ihre Innovationskraft im Unternehmen deutlich steigern. Wenn Sie das erreichen wollen, kommen Sie zu uns einfach ins kostenfreie Erstgespräch. Und ich freue mich, dass Sie beim Podcast bis jetzt dabei geblieben sind. Und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann!